Brauchst du neue Kleidung? Dann schau mal bei Fallons Keller vorbei. Haben tagsüber geöffnet. Jetzt geht's los. Sei still, Jefin. Okay, du. Sag mir, Diamond City Radio ist schrecklich, oder? So schlimm, dass man sich am liebsten die Ohren abschneiden würde? Ja? Also, ich kenne ja den Travis jetzt schon ein bisschen, ne? Also, ich muss sagen... Also, was gibt es? Hast du nicht zugehört? Dieser DJ Travis ist schrecklich. Da möchte ich am liebsten durch die Zeit reisen und verhindern, dass das Radio erfunden wird. Vadim! Es ist wahr. Hör nicht auf meinen Bruder. Jemand muss ihn aus dem Weg räumen. Wir brauchen einen neuen DJ für das Radio. Ich glaube, es würde nicht vielen Leuten auffallen, wenn er, du weißt schon, verschwinden würde. Ist das dein Ernst? Waren wir uns nicht eben einig, dass das ein ernstes Problem ist? Das erfordert eine ernste Lösung. Erst lockst du ihn aus der Stadt. Okay, das reicht. Vadim meint das nicht ernst. Er will Travis nicht wirklich tot sehen. Ich bin ja nicht blöd. Ich bin da natürlich nicht drauf reingefallen. Ist natürlich geil. Er schien es aber ziemlich ernst zu meinen. Nein, nein. Es war alles nur Spaß. Stimmt's, Vadim? Es stimmt. Nur Spaß. Travis ist ein guter Freund. Jefim und ich machen uns Sorgen um ihn. Armer Travis. Ja. Er bemüht sich, aber ihm fehlt das Selbstvertrauen, das man für diesen Job braucht. Ja, und eigentlich auch alles andere. Und deshalb ist er immer so komisch. Er glaubt nicht an sich, weißt du? Er erwartet, dass er bei allem versagen wird. Und so ist es dann auch. Und versuchst du tatsächlich daran was zu ändern? Diese Einstellung zu ändern könnte ziemlich schwierig werden. Mein Typen ist wahrscheinlich Hopfen und Malz verloren. Naja, sowas lässt sich ja ändern. Naja, sowas lässt sich ja ändern. Genau, das habe ich auch Jefim gesagt. Geh schon, du Spielverderber. Mach dich wieder an die Arbeit. Wir finden einen Weg, Travis zu helfen. Du, komm. Komm mit ins Hinterzimmer. Da reden wir über den Plan. Jenseits der Mauer wirst du es nicht schaffen. Also schmeiß dich hier nicht so an mich ran. Die meisten Leute bestellen nur Bier. Aber wir haben noch andere Drinks, falls du mal was Neues aus... Hey, Vadim. Schön zu sehen, wenn Kunden wiederkommen. Die meisten sterben. Lass es mich wissen, wenn du einen Drink brauchst. Wolltest du jetzt nicht mit mir ins Hinterzimmer gehen? Okay, kommen wir zur Sache. Ich bin froh, dass du mir helfen willst. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Bruder. Travis ist ein guter Kerl. Er hat ein besseres Leben verdient. Also was hast du vor? Ich brauche ein paar mehr Details. Ich will mir erstmal deine Idee anhören. Ich habe noch zu nichts Ja gesagt. Klopfen wir uns also nicht vorzeitig auf die Schulter. Ich helfe gern. Ich will mir erstmal deine Idee anhören. Travis braucht mehr Selbstvertrauen. Weißt du, was da hilft? Eine Kneipenschlägerei zu gewinnen. Ich bin sicher, du warst mal an einer beteiligt, ja? Was hat das denn mit der Sache zu tun? Ich kann mich schon behaupten, wenn es das ist, was du meinst. Ich bin kein Schläger, ich halte mich aus solchen Angelegenheiten raus. Ich bin auch kein Begehrt, den ich nicht hätte umhauen können. Also ich persönlich muss sagen, ich bin kein Schläger. Ich halte mich aus solchen Angelegenheiten raus. Bist du schüchtern? Ich bin kein Schläger. Ich halte mich aus solchen Angelegenheiten raus. Was, wenn es einem guten Zweck dienen würde? Wärst du dann bereit dazu? Ich will hier im Dugout einen Kampf inszenieren. Nichts Großes. Wir wollen nur, dass Travis seinen ersten Kampf gewinnt und sich danach besser fühlt. Ich will, dass du dabei bist, damit es echt aussieht. Was meinst du? Klingt das gut? Wie soll sowas denn überhaupt funktionieren? Ich brauche
ein paar mehr Informationen. Es klingt nach einer totalen Katastrophe. Ich bin dabei. Wann fangen wir an? Wie soll sowas denn überhaupt funktionieren? Es wird funktionieren. Versprochen. Ich habe Kontakte. Leute, auf die ich mich verlassen kann. Sehen sehr gefährlich aus, aber für Geld gehen sie auch zu Boden. Sie fangen hier im Dugout Streit mit Travis an. Du mischst dich ein und sorgst dafür, dass er keinen Rückzieher macht. Dann machen du und Travis sie fertig. Wird nichts Ernstes. Und Travis wird sich danach besser fühlen. Ganz einfach, oder? Eigentlich ist es eine ziemlich miserable Idee. Wozu brauchst du mich eigentlich? Hast du Travis gesehen? Er kann nicht allein kämpfen, nicht mal in einem gestellten Kampf. Er braucht Hilfe, deine Hilfe. Heute ist es zu spät, um die Sache noch zu arrangieren. Komm morgen Abend wieder, nach 6. Dann wird alles bereit sein. Okay. Um 6. Dann setzen wir uns. Knochenbau. Komm doch mal im Mega Surgery Center vorbei. Dann warten wir jetzt einfach. Doch, wir machen mal. Ich schlafe einfach 10 Stunden. Dann kann ich nicht draußen wenigstens noch ein bisschen was erledigen. Und wie spät haben wir es jetzt? Genau, 8 Uhr morgens. Okay. Dann gehe ich mal raus, erledige ein bisschen was. Drinks. Den besten Schnaps machen die Schwarz. Scarlett, geh rein. Komm, ich halte dich nicht auf. Geh. Geh. Ich nehme deine Bestellung auf, wenn du soweit bist. Ja, ich bin jetzt nicht soweit. Ich will jetzt erstmal draußen noch was erledigen. Ich habe nicht da eine Idee. Ich glaube, wir hatten da noch eine Quest offen. Die will ich mir ganz kurz durchlesen. Unter Daten war das, ne? Aufgaben. Jamaica Plain. Das müsste eigentlich mittlerweile behoben sein. Oh mein Gott. Folge weiter den Freedom Trail. Oh mein Gott. Da haben wir nicht genug Betten. Da haben wir auch nicht genug Betten. Wie viele Leute sind da mittlerweile? Oh, 8. Warum haben wir. Ja, überhaupt nicht. Wir haben da mehr als 16 Betten. Side Drive in Sunshine Tidings. Okay. Ich hoffe, du hattest auf dem Weg hierher keine Probleme. An der Brücke über den Fluss lauern oft Supermutanten. Zwei. Schicker Hut. Danke. So, jetzt muss ich mal noch mal gucken. Wo war jetzt eins? Ich weiß nicht, dass da irgendwie eine versteckte Quest ist. Hören können. Aber ich habe doch ein kleines Laster. Ein schneller Drink nach der Arbeit. Ich hätte schwören können, da gab es noch irgendwie irgendwelche.
Auf dem Markt riecht es nach Nudeln, Blut, Shampoo und Munition. Ich hätte schwören können, da gab es eine versteckte Mission, wo man da rumlaufen muss und dann... Ups. Ach du Kacke. Wo man dann irgendwie... Hey Leute, ich stehe hier nicht zum Spaß. Hey, hier gibt's sauberes Wasser. Das wirst du draußen im Commonwealth nicht finden. Ja, nur bei mir, nur bei mir. Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, der fleißige Typ. Willst du mir helfen, die Wasserversorgung zu reinigen? Du glaubst nicht, was die Leute da alles reinschmeißen. Überlastet die Filter. Kommt drauf an. Was zahlst du denn? Eigentlich gibt's nur 100 Kronkorken. Aber ich mag dich. Sagen wir 125. Komm schon. Meine Zeit ist mehr wert als das. Dann 150. Was für ein Zeug ist denn da unten? Du musst dich um die großen Sachen kümmern. Meistens ist es was so ab der Größe eines Buchs. Ich kümmere mich drum. Aber er trinkt nicht. Deine Leiche würde ich da nur schwer wieder rausbekommen. Da hat wohl jemand Ahnung, was? Frostschutzmittel. Ah, ich kann ja auch eine Lampe anmachen. Toaster. Mal gucken, wann wir zu verstrahlt sind. Ich könnte natürlich auch einfach, ich depp. Das sieht ja witzig aus. Hilfsmittel und dann nehme ich einfach ein Red X. So, ach und was ich auch vergessen habe. Und schon kann ich unter Wasser atmen. So, jetzt haben wir schön viel Zeit. Metalleimer. Was zum... Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Seid nicht dumm. Stockt noch heute eure Frischwasservorräte auf. Sieh nur, wie sauber Kleiner. Das Wasser jetzt ist. Gute Arbeit. Hier ist deine Belohnung. Wie wäre es mit ein paar Flaschen für unterwegs? Schenk? Warum war da ein Schädel im Wasser? Naja, du warst vielleicht nicht die erste Person, die ich gefragt habe. Könnte sein, dass der Typ davor eine scharfe Handgranate gefunden hat. Hey, wenn die Filter erstmal wieder laufen, ist das doch nicht mehr wichtig, oder? Naja, egal. Brauchst du Wasser? Ich schau mal, was du hast. Such dir was aus. Ja, deinen Dreck kannst du behalten. Schengen, Alter. Ja, was ich sagen wollte... Ich weiß, es gibt irgendwie irgendeine Mission, wo man da rumlaufen muss. Aber ich weiß nicht mehr, wie die getriggert wird. Ob wir die schon mal... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die schon mal getriggert haben. Ich weiß nicht mehr, wie wir die getriggert haben. Sicher einkaufen. Im Surplus sind Zünds nicht willkommen. Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das Beste für den Selbstschutz. Hey, Schlagholz, Schlagholz! Mit dem Schlagholz triffst du immer! Boom! Das sind nicht einfach nur alte Holzstücke. Ja, ja. Ich hab Knarren. Oder willst du lieber was für den Nahkampf? Ich möchte eigentlich dieses Ding triggern. Zünds werden bei mir nicht bedient. Vorräte sind... Was für eine Anlage? Wir kaufen und verkaufen. Der Roboter kümmert... Jetzt nicht. Genau das würde ein Synth sagen. Hä? Ich hatte Homeplate schon mal entdeckt. Ich war ja schon mal hier drin. Oh, ich habe immer noch die Leuchte an. Jetzt ist es aus. Komisch.
Ist das ein Pip-Boy? Ich würde meinen linken Arm für so ein Teil geben. Hey, der Farmsammler. Kannst du mal aufgehen, du... Ausgehen. Solomon. Hey Mann, ich habe hier jede Menge Camps, falls du was zum Entspannen brauchst. Heute nicht. Sag Bescheid, wenn du doch was brauchst. Ich wollte dieses Ding triggern. Wir bieten eine große Bandbreite an medizinischen Behandlungen. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Ich glaube, ich habe da draußen Ordnung. Gut. Rein. What the? Warum lädt es jetzt? Fertig. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Nö. Passt schon. Hey, hallo. Hallo. Ich habe hier einen leeren Stuhl, der nur auf dem Erzähl mal dem trotteligen Sohn mal, was Sache ist. McDonalds Sekretärin. Ist sie ein Zünd? Keine Ahnung. Du weißt es nicht? Was denn? Ist da nichts zwischen deinen beiden Ohren? Du hast doch gerade eben gesagt, dass man sie nicht von echten Menschen unterscheiden kann, Ma. Er weiß nicht, ob Geneva ein Zünd ist. Und du auch nicht. Also können wir das jetzt bitte lassen? Rede gefälligst nicht so mit deiner Mutter, Johnny. Ich glaube, mit deinem kurzen Schnitt würdest du umwerfend aussehen. Wir können mal reinschauen. Vielleicht eine neue Farbe, hm? Setz dich, dann schauen wir mal. Stimmt. Wir können aber echt mal eine neue Frisur machen. Weil wir haben ja ein paar Frisuren freigeschaltet, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hätte gerne irgendwas Langes, weil ich zurzeit meine Haare auch mal wieder lang trage. Das heißt auch mal wieder. Ich bin halt einfach zu faul, zum Friseur zu gehen. Wilde Mähne. Alpha-Mensch. Anti-Held. Das sieht doch nach etwas aus, wie ich meine Haare tragen würde. So, noch einen kleinen Bart dazu. Mir wurde ja gesagt, jetzt letztens, ich trage einen D'Artagnan-Bart. Entsprechend muss er jetzt natürlich auch einen D'Artagnan-Bart bekommen. Was auch immer das ist. Ich weiß von die drei Musketiere. Das sah gerade hier aus wie, wie heißt der Film The Revenant? Ich hab den heute nicht angeguckt und ich muss sagen, der ist echt scheiße. Also für mich ist der Film gar nichts. Tja, ich glaube, wir müssen den Bart so lassen. Ich glaube, das ist das, was mein Bart so am nächsten kommt. Cooler Typ ist was? Okay. Farbe.
Vielleicht können die eigentlich das halt mal ein bisschen dunkler machen. Machen wir das so. Erledigt ist, das müsste die Taste sein. Wir haben sieht gut aus. Ja, sogar ja, kein Wunder, bei mir wachsen auch die Haare nicht. Du solltest die Zeitung lesen, Mister. Glaub mir. Hey, Ned. Du wirst nicht glauben, worum es in der nächsten Ausgabe geht. Wart nur ab. Oh je. Das klingt nach Ärger.